Wir einen verkaufen hier. Ah, oh weh. Aber ja, aber ja. Richtig cool, die Ente. Möge sein Licht euch leiten. Endlich kommen die. Oh. Alles in Arg, ey. Das können wir jetzt machen, ne? Das ist auch ein Arg, ne? Schriftrolle brauche ich. Zum Schiff auch bei dir, ne? So. Ah, oh weh. Aber ja, aber ja. Malfas segne euren Weg. Der Turm. Schreitet wohl. Oh, hinten ist der Turm. Ja, ja. Er mit euch. Wohin soll's gehen? Nach Arg, Baby. Messer. Ein Haus hätte ich auch mal gerne. Ich weiß nicht, was daran so schwer ist. Oder wie es da überhaupt drankommt, was daran schwer ist. Ein Haus haben. Messer. Baby. Ihr seid Abenteurer, oder? Werte Bewohner dieser heiligen Stadt. Ein Wunder ist geschehen. Reitet wohl! Schaufel hätte ich gebraucht. So ist das eben. Mal bullen können draußen.
Kaserne, Baby! Man erwartet viel von euch. Ja, das ist da oben, ne? Ich bin gespannt, ey. Maeser de Luna. Und ich bin darauf eingefallen. Sarah, du kommst da nicht drüber hinweg. Das ist schon so lange her und du hältst mir das immer noch vor. Das müsst ihr jetzt schaffen, oder? Zwei auf einmal kommen, bin ich platt. Da müssen wir die irgendwie anlocken, ne? Ja. Aber das hier. Speicher.
sind trotzdem beide gekommen, ey.
jetzt? Was mache ich denn jetzt? Schwert, das ist ein Dolch. Machen das einfach so, wie wir das Maus. Anders zu kämpfen, wir machen einfach mal. Durch, der macht nicht mehr Schaden. Ich würde nicht drauf wetten, natürlich mehr Schaden. Ihr seid der, den sie den Propheten nennen, richtig? Hm.
Da müsst ihr nur. Hey, ihr da! Ja, ihr! Post für euch! Gern! Schreitet wohl! Und möge euer Weg stets eben sein! Trefft mich alsbald im Chronikum. Es ist in einer Sache größtmöglicher Wichtigkeit. Erzmagister Lexil Merayil. Alles klar. So, was brauche ich? Massiver Schädel. 4 leuchtende Thoriumbarren, 3x Holz. Gott, wo kriegt das denn alles her? Am Amboss kriegt das. Was? Wegelos. Egal, wohin man schaut, wohin soll das noch führen? Ist es wichtig? Irgendwann vielleicht näher. Die Rüstung kannst du verbessern, oder? Zumaya, war du auch hier, ne? Der kann. Stahlbein. Naja, habe ich doch genug. Weiß nicht, wie viel brauche ich denn? Unser Talent ist doch nicht gut genug dafür, wieso das denn nicht? Gibt's doch gar nicht, ey. Und was macht die Wache? Das Übliche. Bei dir? Hast du das schon gehört? Prophet, gut, dass ihr hier seid. Falls Wollen nicht einen erfreulichen Anlass impliziert, dann ja. Nein, aber der Entropist Charim hatte einen Einfall. Einen, der so offensichtlich war, dass ich mich frage, warum wir nicht von selbst darauf gekommen sind. Das Wort der Toten. Wir könnten es benutzen, um...
nun ja. Richtig. Und ich nehme an, ihr könnt euch denken, warum ich euch das erzähle. Ja, ihr habt die Schatulle bereits einmal eingesetzt und überlebt. Das macht euch zu dem besten Kandidaten. Was denkt ihr? Das überrascht mich. Nun, wohlan denn. Ein Versuch war es wert. Dann werde ich Kommandantin Ehren wissen lassen, dass wir uns vom Wort der Toten keine Fährte erhoffen können. Auf bald, Prophet. Wir haben zu tun. Scheitert. Gar nicht gescheitert. Natürlich. Einen kleinen Obolus muss ich aber leider verlangen. Ganz gleich, wie wichtig ihr für die neue Mission des Großmeisters seid. Tut mir leid. Handwerkskunst bis Stufe 75. 75, Zamaya, wie weit mich? Natürlich. Einen kleinen Obolus muss ich aber leider verlangen. Ganz gleich, wie wichtig ihr für die neue Mission des Großmeisters seid. Tut mir leid. Schreitet wohl. Was ist das teuer, ey? Gerne doch. Schreitet wohl. Oh mein Gott, ey. Ja, hier. Aber pass gut darauf auf. Magister Aragorn hackt uns die Finger.
Was wollt ihr? Von mir? Mich begaffen? Ja, Baby! Opa! Hm? Schert euch davon! Wer seid ihr? Ihr kommt nicht von hier, das sieht man euch an. Ach, sieh mal einer an. Und, was bringt euch hierher? Habt ihr bei all dem Schmutz keine Angst um eure feinen Gewänder? Ein Problem? Seht euch doch mal um, dann seht ihr das Problem. Aber was rede ich? Was wollt ihr? Macht es kurz. Was? Nein. Und ich weiß auch nicht, warum zum Henker ihr sie finden wollt. Jedes Kind weiß doch, dass sie verflucht sind. Und jetzt geht. Wir haben hier alle Hände voll zu tun. Der Sonne sei Dank, endlich finde ich dich. Ich muss mit dir sprechen, es ist dringend. Ich bin dir gefolgt. Es geht um deine Mission. Ich weiß, dass der Großmeister dir aufgetragen hat, die schwarzen Steine zu finden. Und ich glaube, ich weiß, wo der eine ist, den du hier zu finden hoffst. Weit weg von hier. Und ich kann dir zeigen, wo. Der Punkt ist nur, dass niemand davon erfahren darf. Versprich mir das und ich sage dir, was ich weiß. Danke. Glaub mir, mir schmeckt das so wenig wie dir. Aber es geht nicht anders. Komm mit. All die Kranken. Es ist unglaublich, wie wenig wir dort oben davon eigentlich mitbekommen. Man vergisst die Kehrseite der Medaille so verdammt schnell, wenn man genügend Abstand davon hat. So, hier ist es besser. Also, ist dir der Name Dalgala ein Begriff? Armenheiler. So nennen ihn manche, ja. Aber das wird ihm nicht gerecht. Dalgala half jedem, ungeachtet seines Wohlstands, und der einzige Unterschied war, dass er die Reichen bezahlen ließ und die Armen kostenlos behandelte. Weißt du auch, warum er Ark damals verlassen hat? Richtig, ja. Für ihn heiligte der Zweck die Mittel. Einem verletzten Soldaten soll er zum Beispiel ein verlorenes Bein durch ein neues aus Trollknochen und totem Fleisch geschaffen haben. Der Bund hielt solche Praktiken für wegelos, aber Dalgala wollte nicht einlenken und so kam es zu dem Bruch. Er verließ Ark und bezog ein abgelegenes Schloss im Nordwindgebirge. Sehe ich ähnlich, aber der Mensch fürchtet das Unbekannte, so war es schon immer. Den Rest der Geschichte kennst du ja vermutlich. Auf seinem Schloss begann er sich irgendwann abzuschotten und irgendwann verschloss er die Tore und von ihm und seinen Dienern ward nie mehr gesehen. Die Apothekarii schieben das auf seine Exzentrik, aber ich glaube, dass mehr dahinter steckt. Ich weiß es. Kürzlich habe ich die Aufzeichnungen eines der wenigen Lehrlinge, die ihn in den Norden begleitet haben, gelesen. Und hier wird es interessant. Dalgala forschte in seinem Schloss an etwas, das er den Engel nannte. Niemand außer ihm durfte seiner Herstellung beiwohnen und er heuerte Söldner an, um ihm allerlei Dinge für die Forschungen daran zu bringen. Bücher, seltene Kräuter, Relikte, dergleichen. Und eines dieser Relikte war ein kleiner dunkler Stein, glänzend wie die Haut eines Aals. Ja, was denkst du, Saira? Das klingt doch nach einer Fährte, oder? Ich will ungern darüber reden. Aber glaub mir, meine Absichten sind keine schlechten. Lass uns lieber planen, wie wir weiter vorgehen. Ja, ich habe eine Karte, die uns den Weg von der Schneefels-Taverne aus weist. Geh dich ausrüsten und triff mich dann einfach dort. Und
Danke, dass du mir hilfst. Bitte nur einen. Nix, aber ich hab dir so viel Geld schon gegeben. Normalerweise müsstest du schon ein Haus haben. Bewohner dieser heiligen Stadt. Gerüchte kursieren um die furchtbaren Geschehnisse der letzten. Hey, wartet mal! Sie täten. Ihr seid das doch. Das Beste, frisch aus Kille. Alles schreit. Alles, was das Herz begehrt. Seht selbst! Das ist der Falsche. Kommt wieder! Nee. Der Ding gibt nur Kacke. Hm? Hm? So, da wollten wir mal. Hier kann ich so dieses Zeug da verstehen. Ja. Stellen, ne? Natürlich. Denn alle nicht? Dann nicht. Wollen wir die Heiltränke? Schreitet wohl. Yeah. Schreitet wohl. Aber immer doch. Verkehr. Einen davon. Und Heiltrank. Schreitet wohl. So.
Feuer! Ah. Ja. Schreitet wohl! Wohin? Sicher doch. Wohin soll ich euch bringen? Go, go, go!